Leute. Welcome on the Stamford Bridge. Und da wären wir. Also, eine der geilsten Einlaufhymnen begrüßt uns zum absoluten Herzschlagfinale. Lukaku gegen Villa in der Premier League. Und zwar der FC Arsenal gegen Chelsea. Man muss es aber andersrum sagen, denn wir spielen auswärts. Also Chelsea gegen Arsenal. Und ich weiß nicht, was uns hier erwartet. Im Hinspiel konnten wir 6-0 gewinnen. In der Premier League haben Chelsea regelmäßig ordentlich eins eingefahren. Es ist das absolute London Derby. Neben natürlich noch die Geschichte mit Tottenham. Ich denke mal, Fulham und West Ham, die geben sich ja nicht so die Klinke in die Hand. Aber QPR hat uns im letzten Derby eins eingefahren, hat uns ein bisschen nochmal Panik aufkommen lassen in der Meisterschaft. Und den Kampf in der Meisterschaft, Benzia, das ist die Möglichkeit, aber er wird gehalten, der Ball. Er wird gehalten und er ist draußen, Naogo jetzt. Es ist natürlich viel drin, viel Herzblut, wir müssen jetzt alles geben. Wir stehen auch noch kurz vor dem Champions League-Finale, aber das rückt vollkommen in Vergessenheit. Ganz England und sogar, ich möchte mal sagen, fast ganz Europa guckt hier auf diese Partie, wie wir spielen werden. Diese Partie in dieser Woche und erst in der kommenden Woche natürlich dann das Champions League-Finale gegen FC Barcelona. Ist ebenfalls ganz, ganz wichtig, aber die Entscheidung in der Premier League ist nicht minder interessant. Ramsey. Das ist Gervinho, da kommt Aogo, Dennis Aogo, der Ex-Hamburger, holt den Ball, klärt er vor Gervinho, Lukaku. Lukaku rüber zu Marin, Marco Marin wird gefoult von De Bock. Ja, jetzt pfeift er doch ab, war erst ein bisschen vorteilig, aber jetzt gibt es noch eine gelbe Karte. Alles andere ist egal, gelbe Karten kann es jetzt geben, die Sperren werden eh nach der Saison zurückgesetzt und nicht in die neue Saison übernommen, oder? Wie war denn das? Oder wird die übernommen, die neue? Die neue Saison, die Sperre? Ich glaube nicht. Ist ja auch halb so wild. Wir sind ja dann eh nicht mehr da. Ist unser vorletztes Spiel in diesem Speicherstand. Und wer hätte das erst gedacht, dass wir so ein Herzschlagfinale nochmal in der Liga erleben. Da war ja alles mehr oder weniger zur Halbzeit der Liga. War schon vorher entschieden. Da war Newcastle ja schon nur meilenweit entfernt. Und jetzt, kurz vor Schluss, hatten wir uns da nochmal richtig schön Distanz erarbeitet auf die anderen Clubs durch eine Siegesserie sondergleichen. Aber jetzt wird es nochmal spannend. Benzia stark, aber wieder ist Courtois da, der den Ball runterpflückt. Oder Cortis? Courtois? Ich sag mal, mag ich es am liebsten aussprechen. Courtois. So. Miguel, De Bruyne, Marin. Das geht schnell hier bei Chelsea. Und da kommt der Ball. Gervinho. In die Zentrale, da kommt Javi Garcia, da unten kommt Kevin De Bruyne, Mata und Jenkinson, dabei kommt rüber nochmal zu Hummels, der klärt erstmal, aber nicht gänzlich, De Bruyne ist da, De Bruyne, Schuss, aber Wojciech Szczęsny mit einem technisch gute Parade. Lukaku, Villa, Ramsey. Kommt an bei Benzia, ja. Aber wohin damit? Auch Neymar spielt seit geraumer Zeit schon unter Qualität. Seine richtig starken Dribblings, so wie Marin das hier macht, haben wir schon lange nicht mehr gesehen. Marco Marin, De Bock kommt nicht hinterher. Marin im 16er, was passiert jetzt? Er bringt den Ball rüber, aber wird er noch gut abgelenkt von Hummels. Glück für Arsenal, dass das nicht hier bitterer ausgeht. Da unten haben wir Dickmeier. Viele Deutsche oder Ex-Bundesliga-Akteure. Neymar jetzt. Tolles Dribbling von Neymar. Auf der linken Seite. Er bringt die Flanke flach in die Mitte. Aber da ist kein Abnehmer. Oh, der Ball kullert da gemütlich durch den 16-Meter-Raum. Und keiner fühlt sich verantwortlich, das Ding mal im Netz unterzubringen. Aber vielleicht wird es ja noch. Benzia. Neymar stark. Gustavo. War schon geschlagen. Aber dann der Ball ins lange Eck. Kein Problem für Courtois. Den Keeper von den Blues. Wiltshire, starker Pass auf Neymar. Dribbling an Gustavo vorbei. Neymar, was machst du wieder einmal? Wieder ein Dribbling zu viel. Nochmal Benzia, auch im 16er. Benzia. Oh, da hinten kommt er im Abschluss. Oh, vai. 32 Minuten. Wie viele Chancen brauchen wir?
Er kommt jetzt. Das ist der Pass von Gervinho. Die Flanke nach innen. Kein Abnehmer. Und auch da gibt es nichts für uns zu holen. Somit Lukaku mit dem Konter. Lukaku legt den Ball rüber jetzt auf Mata. Jenkinson ist der, kommt da nicht ganz schnell so schnell ran. An Mata. Mata im 16er. Mata im 16er. Der Ball wird abgefälscht von Chesney. Gut gemacht. Gefaustet. Und somit Wiltshire erstmal mit dem Befreiungsschlag, den sich Luis Gustavo hier holt. Und legt rüber zu Mikel. Da kommt Marco Marin. Marin auf der rechten Seite nun. Da kommt De Borg und Jan Vila. Wiltshire rüber auf Benzia. Benzia jetzt wieder 1 gegen 2. Jawohl, Benzia ist durch, aber dann doch etwas kläglich, ihr habt's gesehen. Kein Problem für Courtois. De Bruyne. Wiltshire kommt nicht in den Zweikampf. Mata, vielleicht Jenkinson nochmal. Nein, er legt rüber zu Lukaku. Lukaku am Wieler vorbei. Gut geklärt, aber nicht richtig geklärt. Marin schon wieder direkt mit dem Gegenangriff. Es gibt Freistoß. Wow, 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 wow. Das ist Neymar jetzt mit der gelben Karte. Dem kotzt so ein bisschen an, dass er selber immer gefoult wird. Und holt jetzt hier Marco Marin von den Beinen. Als Stürmer solltest du nicht hintenrum klären. Also zumindest nicht grätschen. Das gibt meistens schlecht aus. Schuss! Oh! Glanzparade von Chesney. Eckball direkt im Anschluss. Aogo. Oh, und weggefaustet. Diekmeier bringt den Ball nochmal hoch. Und da kommt Benzia. Legt den Ball rüber. Toll jetzt. Tolle Kontermöglichkeit über Gervinho. Lauf, Junge. Das ist doch Platz genügend. In die Mitte gelenkt. Super zu Ramsey. Ramsey, super. Auch nochmal rüberlegen. Komm schon, was machst du denn? Was macht er denn? Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Sind die alle auf so einem Ego-Trip? Waren die letzten Wochen einfach zu viel für die Jungs und fürs Ego? Das ist aufgepusht, ist bis zum Umfallen. Ich weiß es nicht. Gervinho, Luis, David Luis. Nochmal Benzia vielleicht. De Bruyne kommt abseits. Scheiße. Ich werde nicht mehr. Ich werde nicht mehr. Das ist auch Wahnsinn. Wahnsinn. Da kommt De Bruyne, Mata, Wiltshire, Benzia, nochmal rüberlenken vielleicht, nee, ach, David Luiz, kommst du doch nicht so leicht vorbei, ey, das ist ein Kühlschrank, das ist ein kompletter Einbauküche, ist der Typ. Lukaku, Lukaku, Hummels geschlagen, Lukaku, Jan Vila, Lukaku! Meine Fresse. Riesenmöglichkeit. Von Belgier. So, Chesney. Halbzeit erstmal. Erstmal Ruhe, erstmal Luft holen. Wie sieht's denn aus? City verliert gegen Sunderland. Oh! Okay, wir können auch verlieren. Nee, können wir nicht. So sicher ist es nicht. Es ist nur 1-0 und die können sich ja noch, auch noch fangen. Hier, Neymar kommt ja gar nicht klar. Seht ihr das? Ich weiß, nee, Neymar muss spielen. Ich will das sehen, dass der das Tor macht. Der hat nur eben einen Sprint hingelegt, deswegen ist der da nicht ganz fit. Motivieren. Ja, wenn gar nichts passiert, klar wechsle ich ihn dann aus. Ist doch klar. Oh Gott. Gerade hinten brauchen wir ein bisschen Dampf. Hier, Hummels. Fitness ist alles. Wiltshire. Halbzeitansprache. Ich habe gesagt, wir gewinnen das hundertprozentig. Jetzt schlägt unsere große Stunde. Da bin ich auch mal gespannt. Wie ein Flitzebogen. Wie ein Flitzebogen bin ich gespannt. Heiß wie Frittenfett. Auf geht's, Wiltshire. Benzia. Da kommt Mikel. Benzia, Benzia, Benzia. Was ist das denn? Das ist doch kein Schuss, Mann. Das haben wir, denke ich, solche Sachen, dachte ich eigentlich, haben wir nach der Hinrunde abgestellt. Haben wir auch gar nicht mehr gesehen, solche läppischen Vorstöße. Das war alles immer schön mit Hand und Fuß. Aber heute geht es ein bisschen uns, ja, die Konzentration ab. Na, Ramsey, gut gemacht. Da kommt Gervinho, gut gemacht. Nicht ganz souverän. Oh, Vorteil laufen lassen. Aber es gibt auch den Freistoß. Weil der Ball vielleicht nicht Neymar erreicht hätte. Freistoß, aber was für eine Position. Da kannst du aber Chesney hinstellen. Soweit ist das weg vom Tor. Vila. Gervinho, direkt Volley-Abnahme. Das ist keine Vorlage für ein Tor. Das ist nix. Ballbesitz spricht auch nicht gerade für uns. Mir schwant Böses. Ramsey.
Benzia, Wilshere, das ist jetzt Neymar. Neymar, an Diekmeyer kommt er nicht rum, aber geht wieder Freistoß. Der hat ihn umgeboxt. Er hat ihn umgeboxt, die Sau. Deswegen habe ich ihn auch verkauft, weil er unfair ist. Nein, Quatsch. Auf geht's, komm schon. Wer ist das? Gervinho. Hoch und weit! Oh, der war da schon drin! Mann, Jenkinson nochmal rübergelegt auf Ramsey. Ich werd verrückt, der war schon drin. Der Keeper war schon geschlagen, der lag da schon im Tor. Ey, ich werd nicht mehr. Was ist denn los? Lukaku, Koscielny kommt nicht ran. Lukaku, Lukaku. Und das ist Villa. Oh, Wilshere. Nochmal vorgelegt auf Benzia. Rüber zu Gervinho. Aogo will hinterher. Gervinho ist sauer jetzt. Er hat schon ein paar Chancen gehabt. Da unten kommt er wohl. Das ist Ramsey stark. Benzia am 16er. Oh, leckt ihn doch irgendwie ab oder so. Das gibt's doch nicht. Diese Gammelschüsse da. Haben wir Falcao noch? Ja, wir haben Falcao noch. Stimmt, da war doch noch was. Schnauzen voll jetzt hier langsam. Çalhanoğlu rein. Ja, für Ramsey. Das war's. Hinten brauchen wir nichts. Mata, Mata, Vorsicht. Vorsicht! Halt ihn doch mal einer. Aber fühlt sich aber auch keiner verantwortlich, den Mann mal zu stellen, da mal zuzumachen. Da Chesney mit so einem läppischen Abwurf. Das kannst du auch mal gleich sein lassen. Lukaku, Hummels geschlagen, Vorsicht, Jenkinson austanzt, ausgetanzt und das ist Gott sei Dank auch so ein gammeliger Schuss wie Benzia. Gottes Willen, Koscielny. Koscielny schießt Lukaku an. Ja, gib mir gleich noch eine Chance. Gib mir gleich noch eine Möglichkeit. Genau, Marin in die Mitte, Ramsey passt auf, wenigstens einer, der mitdenkt. Benzia. Benzia gegen Gustavo. Zweiter Sieger, erster Verlierer. Das ist auch nichts Handfestes hier. David Luiz, Vorsicht, De Bruyne. Wie steht's denn da oben? Newcastle, Southampton, 2-1. Okay, aber wie steht's mit Man City? Habt ihr mal den Ticker beobachtet? Ich nicht. Marin, starkes Dribbling. Wilshere, Wilshere kommt nicht ran. Wilshere kommt nicht ran. Jetzt kommt er ran. Meine Güte, Benzia. Und wir sind ja komplett hinten eingerückt. Jetzt haben wir ja noch 100 Meter bis zum anderen Tor. Das ist ja normal. Wir kriegen es nicht auf die Kette heute. Was ist denn da passiert? Gervinho. Gervinho, komm, bring den Ball irgendwie rein als Flanke oder so. Da kommt der Ball. Und das ist Courtois. Die 70. Minute ist schon rum und wir kriegen keine Chancen zusammen. Also es ist doch nicht fair. Ach, fair ist es, klar, aber nicht fettig genug. Benzia. Benzia. Komm schon, Junge. Javi Garcia holt den Ball. Spiel den Ball nochmal ins Aus, dass wir einwechseln können. Was ist denn los? Dann läuft das schon wieder 20 Minuten hier, die Partie, ohne Einwechslung. Wilshere, ich will Falcao jetzt da drin sehen, er macht das Ding. Ich riech das schon. Neymar, Neymar, Neymar gegen Gustavo, scheiße Neymar. Benzia, nochmal in die Mitte gelenkt, zu Ramsey. Und was für ein gammeliger Schuss schon wieder aus dem Halbfeld. Mann, ey, kannst ja direkt mit dazu schießen. Newcastle gewinnt 3-1, sich da oben. Liverpool, Bolton, interessiert uns auch nicht. Wir müssen Man City wissen. Benzia, Ramsey, da passiert gar nichts bei uns hier vorne. Und wir kriegen auch keinen eingewechselt und faul ihn doch! Ich krieg die Krise. Ich will diese scheiß Meisterschaft jetzt haben. Jetzt haben wir es doch auf dem Schlappen. Lukaku. Wilshere. 77. Ey, wir wollten nochmal Benzia. Jetzt endlich! Endlich! QPR gegen West Ham 2-0. Alles klar. Gubilou hier mit dem Tor für QPR. David Luiz bringt uns endlich mal die Möglichkeit einzuwechseln. 10 Minuten vor Schluss. Ey, ich hab gesagt, in der 56. wollte ich einwechseln. Und da läuft es noch 20 Minuten. Blackburn gegen Wolves. 3-1. Sinclair. Da oben gehen die ganzen Ticker-Nachrichten. Ich bin nur noch oben gucken. Ich weiß gar nicht, was unten passiert. Ramirez kommt noch rein für Kevin De Bruyne. Das ist Jan Villa. Das ist Falcao. Oh, das wäre es jetzt gewesen, oder? Eingewechselt und sofort den Treffer gemacht. Courtois. Ramirez. Mata, Lukaku! Wie spielt City? Wie spielt City, Leute? Wie spielt City? Ich weiß es nicht. Ich gucke nur nach oben. Wie kriegen sie denn hier auf die Kette heute? Schon wie wir gegen QPR abgekackt haben. Norwich, Reading sehen wir da oben.
Hazard, Sunderland, Man City. Sunderland 2-0! Jawohl! Jawohl! Neymar! Jawohl! Dann leck mich doch am Arsch hier! Dann verlieren wir halt! Oh Gottes Willen! Alter Falter, was für ein nervenaufreibender Mist! Was für ein nervenaufreibender Mist! Ich werde verrückt! Sunderland gewinnt gegen Man City mit 2-0. Das heißt, es bleibt alles pari so stehen. Wir können gegen Chelsea verlieren, kein Problem. Javinho, da unten ist Neymar, Ausgleich, jetzt ist es amtlich, Neymar, jawohl, er kann's doch, wie er den Kopf, was macht der denn da, ja, rum, guck mal, wie doof, das ist die Meisterschaft in FC Arsenal, ja, wenn Sunderland 2-0 spielt, klar, dann sind wir Erster. Dann holen sie ja keine Punkte. Und wir gewinnen zwar auch nicht, aber das Unentschieden reicht uns dicke. 2 Minuten Nachspielzeit. Jawohl! Jawohl, liebe Leute, das ist es. Chelsea 1-1 gegen FC Arsenal. Das reicht uns für die Meisterschaft. Denk mal, wir jubeln jetzt auch, oder? Nee, Chelsea jubelt. Wir sind irgendwie geschlagen, irgendwie gebeutelt. Wir wissen wahrscheinlich noch nicht, wie es ausgegangen ist in Sunderland. Können wir aber alles jetzt uns anschauen. Jetzt gucken wir mal kurz rein. Jawohl, jawohl, alles klar, haben wir das auch, 3 Titel, wir haben das Triple, natürlich zählt es ja erst so richtig, wenn wir das, den Champions League Titel noch holen, und den haben wir jetzt direkt vor der Brust, da lassen wir uns nicht lumpen, das ziehen wir gleich noch mit durch, also komm, mach weiter hier, los, ich will die Meisterfeier sehen, 1-1, Statistiken, Ergebnisse, da sind wir, Newcastle kommt sogar nochmal ran, guck mal, Newcastle kommt sogar noch mal ran. Oder zieht an Man City vorbei. Also Wahnsinn. Was für eine Meisterschaft war das. Das war geil. War bis zum Schluss spannend. Und weil ich nicht gesehen habe, wie Man City gespielt hat, die ganze zweite Halbzeit, wusste ich einfach nicht, wie es weitergeht. Ich hätte es auch übersehen können, ne? Dass die ja früh noch mal gewonnen hätten. Aber das ist auch komisch. Glücklich für uns, dass Sunderland uns da Schützenhilfe gegeben hat. Ne? Guck mal. Da können wir die halbe Meisterschaft geht jetzt irgendwie auf Sunderlands kosten. Klasse. Richtig klasse. Das war ein schönes Tor von mir. Normal muss man da gewinnen, sagt Romelu Lukaku. Streichhölzer und Stürmer brauchen ihre Reibung, sagt Neymar. Sehr schön. Und jetzt kommt das Champions League Finale. Jetzt haben wir jetzt wirklich alles gewonnen. Ey, Wahnsinn. Damit ist die Barclays Premier League in England beendet. Wir haben eine unglaublich dramatische Meisterschaft erlebt. Ja, das stimmt. Hunderttausende enthusiastische Fans begleiteten ihr Team nach der Heimkehr auf dem Triumphzug durch die Stadt. Die größte Überraschungsmannschaft der Saison war Newcastle und Villa war die größte Enttäuschung, nachdem die Meister geworden sind. Paul Dort wurde mit 34 Toren, der hatte aber schon nach der Hinrunde 30 Treffer und hat jetzt in der Rückrunde nur noch 4-mal getroffen. Ist ja läppisch. Jack Rodwell wurde von seinen Kollegen zum besten Spieler der Saison gewählt, von Manchester City. Okay, spannend, da kommt ein Haufen Zeug rein. Torschützenkönig, Torwart des Jahres. Oh, wurde auch nicht Chesney. Oh Gott, wir haben echt keinen Spieler dabei. Ne? Wir sind Meister geworden, aber hier. Warum ist Adebayor besser als Yassin Benzia? Warum? Ah ja, von Newcastle, stimmt, ist aber Newcastle. Wir haben lange Zeit oben gespielt, ne, Newcastle. Da kommen ein paar Spieler, die sind von Abstieg. Die könnte man jetzt kriegen. Hier, das wäre jetzt mal interessant, ne. 74, 22 Jahre alt, Norwich City, Wutow. Das ist ein guter Wert. Ne? Tolle Talentpunkte auch, Spielmacher. Das wäre klasse. Klasse Typ. Hier auch 22, Linksverteidiger gibt es auch nicht so viele. Ein Jahr Praxiserfahrung, ne? So, meine Lieben. Ja, dann haltet euch mal fest hier, wa? Was haben wir denn jetzt da? Jetzt haben wir schon 3 Titel eingeheimst. Ran! Dann, darauf könnt ihr mal eine ganze Weile warten im neuen Let's Play, nehme ich mal an. Also da wird es wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, bis solche Erfolge überhaupt mal annähernd in Reichweite kommen. Ist aber auch nicht der Sinn der Sache. Das war dieses Jahr stand eben, oder das FM13-Jahr, das erste. Hier haben wir noch ein zweites jetzt vor uns. Stand ganz einfach im Zeichen
von sportlichen Erfolg, weil wir viel aufgebaut hatten im FM12 und so. Und ich wollte ganz gerne mal viele internationale Spiele machen, viele tolle Clubs sehen, wie das so läuft. Und wir waren jetzt mit 3 Vereinen, haben es geschafft, ins Champions-League-Finale einzuziehen. Mit 2 Vereinen haben wir es geschafft, es zu gewinnen. Mit 2 Vereinen haben wir das Triple erreicht, zu gewinnen. Ich weiß nicht, wie jetzt das Finale ausgehen wird gegen Barcelona. Ist auch alles, ist eigentlich alles gewonnen, was wir gewonnen haben. Wir können es noch als wichtigstes Spiel des Jahres ausrufen. Das können wir noch machen, aber ansonsten Falcao schafft es in die Mannschaft des Jahres. Schön. Ansonsten bin ich vollkommen zufrieden. Das war echt eine geile Saison, die so spannend war. Streckenweise auch schwierig zu managen, weil man nicht genau wusste, okay, wo setzt man an. Man musste viel, also rein sportlich gesehen, musste man viel ins Detail gehen der einzelnen Spieler und herauskitzeln, welche wirklich gut sind. Klar haben wir so ein bisschen jetzt Dampf abgelassen oder haben ein bisschen Luft gelassen in den letzten Spielen, in den letzten 2 Spielen eigentlich bloß, gegen QPR und gegen Chelsea. Aber das darf dann auch mal passieren. Hält sich gut für den Alter, sag ich. Ligapreisgelder verteilt. Letzter Applaus für Koscielny. Okay. Ja, wie gesagt, also, oh, jetzt sind alle fit. Jetzt haben wir natürlich beste Voraussetzungen fürs Finale. Alexandre Song hat eine 88 auf Defensiv, dann kommt er auch rein. Dann haben wir eine Stärke von 911. Çalhanoğlu eine 84. Ich lasse Ramsey drin. Çalhanoğlu hat mich zuletzt gar nicht überzeugt, ehrlich gesagt. CDB, ne, lasse ich auch draußen. Aber 2 zentrale Mittelfeldspieler ist Blödsinn, wir brauchen noch was anderes. Brauchen noch irgendwas anderes. Terry, Anita, Marusic. Anita. Für Rafinha. So. Ja, wie gesagt, Leute. Also, mir hat dieser Speicherstand jetzt hier mit Arsenal nochmal richtig Spaß gemacht. Zum einen, es ist nochmal eine andere Liga. Haben wir auch noch nie gehabt. Und zum anderen war es richtig spannend, schwierig in der Hinrunde. Die Rückrunde haben wir gerockt und da war dann, also gerade zum Schluss, wurde man dann so ein bisschen nachlässig. Ich wurde auch so ein bisschen nachlässig, wo ich sagen muss, war gar nicht meine Art, aber es ging dann auch zu leicht und die Ergebnisse spielten sich einfach so ein und man brauchte gar nicht viel machen. Lief alles und knusprig und locker und dann wurde es dadurch nochmal spannend, weil QPR das ausgenutzt hat. Ja, wie gesagt, schön, dass dann auch Man City nochmal geschwächelt hat. Summa summarum, geile Scheiße. Ich würde sagen, wir gehen rein ins Champions-League-Finale und danach gibt es nochmal ein kurzes Zusammenfassung. Das machen wir auch noch, die Zusammenfassung der Saison. Da klicke ich schnell durch, wird eine 10-Minuten-Folge. Und dann gehen wir mit Pauken und Trompeten in die neue Saison, in den Spielstand 0-0-1. Freue mich drauf. Bin jetzt schon kribbelig. Auch weil das hier Spaß macht, aber das neue Projekt, da habe ich schon so ein bisschen, hat man schon Gedanken dran verschwendet und wie man es machen möchte und so. Und jetzt will man endlich anfangen und sich reinwursteln mit einem Käffchen schön. Also ihr Lieben, wir sehen uns gleich. Ich würde sagen, lassen wir es knacken, oder? Bis gleich im Champions-League-Finale. Ordentlich, vom Feinsten. Bis dann. Ciao, ciao.